Hey Leute, Shinrin-yoku ist eine japanische Entspannungstherapie, die in der Natur und vor allen Dingen im Wald durchgeführt wird. In Deutschland ist das Ganze unter dem Begriff Waldbaden in den letzten 2-3 Jahren bekannt geworden. Ich werde heute an so einem Waldbaden-Workshop teilnehmen und einfach mal schauen, wie sieht Waldbaden eigentlich so in Deutschland aus. Shinrin-yoku wurde in den 1980er Jahren von Akiyama Tomohide, dem Direktor der japanischen Forstbehörde, geprägt. Es bezeichnet eine Methode zur Entspannung durch das bewusste Wahrnehmen und Erleben des Waldes. Nach Aussage des Shinrin-yoku-Experten Miyazaki Yoshifumi ist das hierzulande sogenannte Waldbaden so wichtig geworden, da wir aus unserer natürlichen Balance kommen. Die Menschheit hat 99% ihrer Zeit auf der Erde in der Natur verbracht. Seit den 1980er Jahren rücken immer mehr Informationstechnologien und Computer in den Fokus unseres Lebens, was für unseren Körper, der an die Natur gewöhnt ist, einen Stresszustand darstellt. Regelmäßig praktiziertes Waldbaden soll neben dem Stressabbau helfen, das Immunsystem zu stärken, innere Ruhe zu finden und den Schlaf zu verbessern. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wann ich das erste Mal von Shinrin-yoku gehört habe. Ich beschäftige mich neben Japan auch sehr gerne mit Achtsamkeit. Und im Zusammenspiel dieser beiden Themen ist mir das Waldbaden wahrscheinlich irgendwo das erste Mal über den Weg gelaufen. Und seitdem wollte ich es unbedingt mal ausprobieren. Bloßes Recherchieren im Internet stellte für mich nicht wirklich eine Option dar. Ich wollte genau erfahren, was das Waldbaden ausmacht und wie man es umsetzen kann. Daher war ich sehr froh, als ich den Waldbaden-Workshop im Schwarzwald von Christine Grabrucker fand. Christine ist unter anderem Naturcoach und Wildnispädagogin. Sie hat uns erlaubt, die Erfahrungen vom Waldbaden-Workshop mit der Kamera zu begleiten. Vielen Dank nochmal an Christine an dieser Stelle. Bevor wir mit dem Workshop begannen, sagte sie zu uns, dass jeder das Waldbaden etwas anders durchführe. Es gäbe dabei kein richtig und kein falsch, solange man sich mit allen Sinnen auf die Natur einlassen würde. Christine selbst legt den Fokus auf den Dialog mit der Natur, damit man sich selbst wieder besser spüren kann. Und auch wenn ich mir dem im Vorhinein nicht bewusst war, hätte es wahrscheinlich beim Waldbaden keinen passenderen Fokus für mich persönlich geben können. Der Workshop begann mit einer Eingangsmeditation im Stehen, die uns auf das Kommende vorbereiten sollte. Danach wurde der Wald mit allen Sinnen erlebt und erforscht. Dafür gab uns Christine immer wieder kleine Aufgaben und wir fokussierten uns in den Übungen auf die verschiedenen Sinne. Fühlen, auch mit den Füßen. Riechen, hören, mit geschlossenen Augen, um unseren dominanten Sehsinn mal abzuschalten. Und auch schmecken. Spüren, was macht das Erlebte mit mir? Welche Erinnerungen und Gefühle ruft es hervor? Dabei sollten wir uns immer wieder erlauben, dem Kind in uns freien Lauf zu geben und intuitiv Dinge und Fleckchen im Wald zu erleben. Am Ende gab Christine uns noch mal ein bisschen Zeit und ein paar Anreize, wie man mit Hilfe all der kleinen Übungen mit der Natur kommunizieren und Hinweise auf Fragen finden kann. Und apropos Fragen, im Anschluss an den Workshop durfte ich Christine noch mal ein paar Fragen stellen, um einen noch etwas tieferen, vielleicht auch kopfgetriebeneren Einblick in das Thema Shinrin-yoku zu bekommen. Wie hast du das Waldbaden kennengelernt? Ich habe ja meine Ausbildung zum Naturcoach gemacht und da geht es natürlich sehr viel darum, die Sinne zu schärfen als Vorbereitung für das eigentliche Naturcoaching. Und das war eben zu einer Zeit, wo auch hier in Deutschland das Shinrin-yoku, das Waldbaden, bekannt wurde. Und dann war für mich so, das ist ja eigentlich nichts anderes wie Naturerfahrungen mit allen Sinnen und eigentlich etwas, was der Mensch sowieso ganz normal schon immer macht. Genau, die Japaner haben es halt als Therapie entdeckt
und sind Studien darüber gemacht worden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, tief in unserem Inneren wissen wir das auch ohne eine Studie, dass uns der Wald und die Natur gut tut. Muss der Wald bestimmte Merkmale haben, damit das Waldbaden gut funktioniert? Für mich ist es so, dass ich lichtere Wälder bevorzuge. Das ist meine ganz persönliche Vorliebe. Aber ich glaube nicht, dass es so generell einen Wald gibt, der bevorzugt jetzt zum Waldbaden geeignet ist. Natürlich sagt man ja, im Wald nehmen wir die Terpene, also die ätherischen Öle von den Nadelbäumen auf. Also wenn wir jetzt nur in einem Laubwald wären, dann würde ja auch dieser Punkt wegfallen. Also es eignet sich im Prinzip jeder Wald und jeder, glaube ich, hat so auch seine Vorlieben. Was unterscheidet das Waldbaden vom ganz normalen Waldspaziergang? Es unterscheidet einfach, dass wir langsamer werden, dass wir genauer gucken, dass wir aufmerksam sind. Das machen wir vielleicht beim Spaziergang auch, je nachdem, wie schnell wir unterwegs sind. Manche, die sind da ja ziemlich flott unterwegs und dann entdecken wir das nicht mehr, was rechts und links am Wegesrand alles zu sehen gibt. Und genau, also wir sind einfach viel, viel aufmerksamer unterwegs. Wir nehmen auch ganz neue Perspektiven ein, um Dinge zu entdecken, die einfach beim normalen Spazierengehen einfach gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen werden. Was sind die wichtigsten Punkte, die man beim Waldbaden beachten sollte? Sollen eh gar nichts. Also für mich die wichtigsten Punkte sind die, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen, einfach mal wieder sich zu erlauben, Kind zu sein, ganz spielerisch zu entdecken, neugierig zu sein. Und es gibt keine Regeln fürs Waldbaden. Jeder macht es anders und genau das macht uns Menschen ja auch aus. Und das sollte ja irgendwie auch dann bewirken, dass jeder wieder so seins entdeckt. Der eine ist fasziniert vom Wasser, der andere ist fasziniert vom Stein und alles ist genau so richtig, wie es ist. Wie regelmäßig sollte man Waldbaden, damit die positiven Effekte wirklich spürbar werden? Also die Studien sagen ja, dass man einmal, zweimal in der Woche vielleicht für eine Stunde, zwei Stunden in den Wald gehen soll, um dann nach 3-4 Wochen positiven Effekt zu erzielen. Gibt es Zeiten oder Situationen, in denen du am liebsten Waldbaden gehst? Ja, also ich gehe immer dann auch natürlich ganz speziell in den Wald, wenn ich selber brauche. Also wenn ich irgendwie gestresst bin, wenn ich auch kreativ sein möchte, weil es für mich einfach der beste Raum ist, um aus meinen Gedanken herauszukommen, um den Stress loszulassen. Und ich merke sofort, dass der, wie man so schön sagt, der Vagus, der Nerv der Ruhe aktiviert wird. Und ich dann eben in meine Ruhe komme, wieder in meine Mitte finde. Und da von dieser Position aus kann ich dann auch viel kreativer sein. Der Waldbaden-Workshop war für mich der Start in einen 5-tägigen Schwarzwaldurlaub. Und diese kleine Auszeit in der Natur hätte man nicht besser einstimmen können. Ich habe versucht, die folgenden Tage etwas langsamer zu genießen und die Eindrücke und Erfahrungen aus dem Workshop immer wieder in das Erleben der Natur einzubauen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Es ist überraschend, was man alles entdecken kann, wenn man sich nur darauf einlässt und sich selbst mal die Erlaubnis gibt, sich nicht so von der Zeit treiben zu lassen. Wie genau das echte Shinrin-yoku in Japan aussieht, das kann ich leider nicht beurteilen. Ich kann auch nicht meine waldbaden Erfahrungen damit vergleichen. Der Grundgedanke von Shinrin-yoku wird jedoch immer wieder mit dem Synchronisieren und in Balance kommen mit der Natur bezeichnet. Und das ist etwas, das können wir auch hier in Deutschland machen. Das habe ich in diesem Workshop erlebt und wir können uns damit auch hier ein Stück vom japanischen Respekt vor der Natur abschneiden.
eine witzige Sache noch zum Schluss. Ich dachte, Shin-Nin-Yoku, das bedeutet bestimmt irgendwas super fancy Spannendes. Als ich die Kanji dann mal genauer anschaute, fiel mir aber auf, dass es tatsächlich wortwörtlich mit Waldbaden übersetzt werden kann. Ich verlinke euch hier nochmal zwei weitere Videos, die euch nach dem Shin-Nin-Yoku-Video interessieren könnten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao und bis zum nächsten Video.